Meine Frau sagt immer, Reini, man muss das Leben genießen, es ist eh so kurz. Recht hat sie. Und ich genieße gerade, ja, hier bei unserer Wielandhütte auf Waldurlaub.at die Ruhe und die schöne Terrasse hier bei dieser Holzfällerhütte. Und wenn du wissen willst, was das kann und ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich bin wieder hier im Buschkräfte-Areal. Es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. Die Wielandhütte, ja, das ist unser neues Projekt. Das ist auch ein anderes Konzept. Das will ich dir da jetzt dann gleich alles zeigen. Und es geht wieder darum, dass du die Möglichkeit hast, im Wald Urlaub zu machen. Das ist das Prinzip. Das ist eine alte Holzfällerhütte. Die steht im Holzfällerdorf. Das heißt, hier haben früher die Holzknechte gelebt. Der Besitzer hat mir erzählt, dass hier drei Familien drinnen gewohnt haben. Wir gehen dann auch gleich rein und dann kannst du anschauen, was das bedeutet. Auf jeden Fall, die Terrasse hier, auf der ich da jetzt gerade sitze, das ist so ein, für mich zumindest so ein Highlight. Du hast hier einen schönen Schutz. Du hast hier, weil das ist ein Ort, wo es schön warm wird. Also wenn du jemand bist, der sagt, oh, mir fröstelt eh so schnell, also mir zumindest, ja, ich mag Kälte überhaupt nicht, weiß ich nicht, in den Bergen und so, dann bist du hier an der richtigen Stelle, denn da ist es einfach irrsinnig warm. Aber wo Wärme ist, kann auch Hitze entstehen. Und diese Terrasse hier ist meiner persönlichen Meinung nach ideal. Das heißt, selbst wenn es heiß ist, wir haben jetzt hier, ich habe vorher gemessen, 28 Grad und das Anfang Mai, da kann ich dann nur sagen, da ist diese Terrasse hier einfach ideal, aber weil es überdacht ist, auch bei Regen, aber ich zeige dir mal, was es sonst noch hier gibt. Das Konzept der Wielandhütte, das ist ein anderes, als wir bei den Bushcraft Camps zum Beispiel haben. Du bist hier nicht hundertprozentig allein. Was bedeutet das? Schau, es ist ein Holzfällerdorf, das heißt, es sind weitere Hütten, ein paar hundert Meter entfernt, das heißt, dort leben Menschen. Ist es deswegen laut? Nein, das ist es nicht. Es ist ein anderes Konzept, es ist eine andere Art von Urlaub, die wir hier für dich ermöglichen. Das hat Vor- und Nachteile, das heißt, wenn du absolute Alleinlage suchst, so niemand anderer kommt dorthin, dann ist diese Wielandhütte nicht das Richtige für dich. Wenn du aber etwas suchst, wo es Handyempfang gibt, wo du Strom hast, wo du einen Bach hast, zeige ich dir dann nachher. Und ich denke jetzt so als Basis für Wanderungen, als Basis, ja, wenn du zum Beispiel mit der Familie unterwegs bist, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Sache. Aber jetzt gehen wir mal rein. Das ist gleich mal der erste Raum, den du betrittst. Mit einer Küche, mit einer Küchenzeile. Hier geht es dann weiter in Bad und Klo. Das zeige ich dir dann nachher. Hier auch noch einmal. Es ist alles da, was man so braucht an Besteck und Geschirr, weil das auch immer wieder eine Frage ist. Aber schau auf waldurlaub.at vorbei. Dort kannst du alle Fragen stellen und die meisten Fragen sind auch beantwortet. Hier haben wir dann ein Stockbett mit dabei. Das heißt, auch was die Belegung betrifft, komm vorbei, ich gebe dir unterhalb von dem Video den Link, da findest du alle Informationen. Ja, und da geht es wieder raus auf die Terrasse und ja, das ist einmal der erste Raum hier. Und wenn du darüber nachdenkst, dass hier drei Familien gelebt haben, die Zeiten haben sich anscheinend massiv geändert, ne? Psst, wir gehen jetzt ins stille Örtchen. Ja, na klar, wir haben natürlich auch Klo und Dusche für dich, also schauen wir es uns gleich einmal an. Das hier ist der dazugehörige Raum. Wir haben hier, wie ich meine, doch eine sehr komfortable Dusche. Nicht Rollstuhl geeignet, aber einmal reinsteigen und du bist dabei. Und da rinnt auch wirklich Wasser, denn da ist das einbaut. Das heißt, auch für die Warmwasserversorgung ist gesorgt. Der Raum hier, der ist etwas niedriger, riecht extrem nach Holz. Also das ist dieses harzige Holz, einfach so ein Harzgeruch. Also ich finde das sehr angenehm. Und hier, ja, ein Klo und echt jetzt, ja? Weil da auch immer wieder Fragen sind. Ist das wirklich fließend Wasser? Ja, ist wirklich fließend Wasser. Hier dann auch noch ein Spiegel. Hey, da ist die Kamera. Und natürlich auch, ja, die Wasserversorgung ist definitiv gegeben hier in der Wielandhütte. Also es gibt auch ein stilles Örtchen mit Dusche und fließend Wasser. Ja, und ich gehe jetzt in den zweiten Raum und der ist meiner Meinung nach ein absolutes Highlight. Also ein wirklich schönes Bett, Wahnsinn. Dann hier eine Sitzmöglichkeit
Alles, ich finde auch sehr geschmackvoll eingerichtet. Also mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Wir haben hier dann einen Ofen. Das heißt, es gibt keine Elektroheizung oder irgendeine Gasheizung, sondern ja, du heizst ganz einfach ein. Es ist also urig. Es ist einfach auf Holzfällerhütte gebaut. Und trotz alledem, obwohl das hier ein sehr, sehr großer Raum ist, wie ich meine, wenn ich mir trotzdem die Frage stelle, dass hier drei Familien gelebt haben, absolut Wahnsinn. Und heute ist es so ein kleines, ich würde fast sagen, Wald-Luxus-Clamping-Domizil geworden. Absolut top. Es hat hier ein ganz ein eigenes Gefühl in dieser Hütte. Das Holz, das riecht man, aber es ist trotzdem so eine Ruhe. Wie gesagt, es ist keine hundertprozentige Alleinlage, fahren manchmal ein paar Autos vorbei. Wie gesagt, weiter oben sind ein paar weitere Hütten. Aber trotzdem, für jemanden, der Ruhe sucht, ein Top-Platz. Da es heute wirklich warm ist da draußen, werde ich darauf verzichten, den Ofen einzuheizen. Aber ich war schon hier und es gibt übrigens auch Bilder davon. Daher, schau auf Waldo Labbadia und geh zur Wielandhütte. Dort kannst du dir Bilder anschauen. Allein das Ambiente, das da entsteht, das Gefühl, das da entsteht durch die Wärme, das ist ganz was anderes als ein Heizkörper daheim in der Wohnung oder im Haus von einer Zentralheizung, sondern der Ofen, der wird diesen riesigen Raum, ich war ja schon hier, ich weiß es ganz genau, heizt das alles volle Kanone auf. Jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich fange jetzt in Schwitzen an, aber es ist richtig schön angenehm dann. Und auch das Bild, das hier entsteht. Ich muss sagen, umso länger ich hier sitze, umso weniger will ich rausgehen. Aber auf der anderen Seite, es geht ja um Waldurlaub. Also kann man nicht einfach in einer Holzfällerhütte hocken. Muss man auch draußen was tun, oder? Ja, und einmal über die Straße marschiert, gehst du über einen kleinen Bach. Das ist eine kleine Brücke. Ich habe wieder zugenommen. Ich hoffe, ich breche nicht ein, aber ich gehe mal davon aus, dass die robust genug gebaut ist und sie hielt sogar mich aus. Also das ist alles in Ordnung. Also du gehst hier rüber und bist dann hier auf der Wiese und hier ist auch gleich die Feuerstelle. Feuerstelle, also auch das ist überhaupt kein Problem, wenn du Feuer machen willst fürs Lagerfeuer oder zum Grillen. Und ein Highlight, also wenn ich mit meinen Kindern hier bin, dann ist irgendwie dieser Bach so richtig Nummer 1 und der ist auch wirklich das ganze Jahr über verfügbar. Er ist ein bisschen husi, wie man in Österreich sagt, weil es natürlich Gebirgswasser ist und das muss da halt klar sein, aber wenn es so richtig schön warm ist, ist es ohnehin besser. Ja, und hier jetzt noch einmal die Hütte von außen, du siehst, das ist schon einiges. Hier nebenbei haben wir einen Schuppen, da ist Holz und anderes verstaut. Dann haben wir eben hier die dazugehörige WLAN-Hütte, da war ich jetzt gerade drinnen. Und hier hinten ist auch noch ein kleines Häusl. Ja, und dieses Häusl, das gehört auch dazu. Dein Auto kannst du komfortabel gleich in der Nähe der Hütte abstellen. Und dann geht halt hier dieser, ich sag jetzt mal, gesandelte Weg hier herauf. Und wie gesagt, das gehört auch mit dazu. Ich weiß nicht, heißt das Stöckel oder wie auch immer man das nennen mag. Das zeige ich dir jetzt gleich. Hier hinten ist dann auch noch einmal eine Hütte da. Das gehört auch mit dazu, aber das ist nur für Gartengeräte und ähnliches. Und was ich extrem schön finde ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber nicht unbedingt nur unter der Terrasse sitzen, sondern ich möchte auch ein bisschen Sonne genießen, dann ist diese Bank hier genau südseitig ausgerichtet. Also an alles ist gedacht, an Schatten, an Sonne. Das gefällt mir richtig gut. Also hier unten ist die Terrasse. Ja, und da ist noch einmal ein Stöckel. Wir haben jetzt noch kein Bett hier drinnen stehen, aber da wird es dann auch noch ein Bett geben und ein Sessel und was zum Abstellen. Das heißt, auch hier können ein paar Leute schlafen. Einer mindestens, zwei auf jeden Fall und vielleicht auch mehr. Da sieht man runter auf die Terrasse. Ja, und auch dieser kleine Raum ist mit dabei. Ah, da bin ich wieder. Das ist auch heraus mein Lieblingsplatz. Also drinnen das große, wunderschöne Zimmer mit dem Bett und dem Sofa. Und hier heraus unter der Terrasse. Also ich finde das total angenehm. Es zieht jetzt gerade so ein Lüfterl durch. Finde ich richtig schön gemacht. Für wen ist das Haus? Für wen ist dieses Projekt? Also wie ich schon gesagt habe, wenn du eine Basis brauchst,
wo du ein Haus hast, wo du Strom hast, wo du fließend Wasser hast, aber dann trotz alledem rausgehen willst, einerseits wandern oder ja, Bushcraft-Training machen willst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte Feuer bohren, ich möchte Holz spalten, ich möchte irgendwas bauen, was auch immer, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Es ist, wie gesagt, nur damit die Erwartungen einfach, damit man, wenn du jetzt andere Erwartungen hast und dann herkommst, ist das unangenehm für uns alle. Es ist keine hundertprozentige Alleinlage, so wie das bei den anderen Projekten der Fall ist, aber du hast den Vorteil, dass du alles in der Nähe hast, dass du Empfang hast, Handyempfang, dass du fließend Wasser hast, dass du Strom hast und dass du einfach einen Platz hast, wo du dich zurückziehen kannst, wenn das Wetter mal schlechter ist. Das war's. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten da bleiben, muss dann leider wieder weiter die Kinder warten, obwohl meine Frau gesagt hat, genieß die Zeit. Ich werde doch ein bisschen länger bleiben. Ich genieße ganz einfach die Zeit. Und wenn du auch diesen Platz genießen willst, gebe ich dir unterhalb von dem Video den Link auf waldurlaub.at. Das ist hier die Wielandhütte. Buch sie dir. Vielleicht sehen wir uns mal hier. Tatsächlich, weil ich immer wieder mal hier vorbeikomme. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir vielleicht einen kleinen Kommentar, was du von diesem Projekt hier hältst. Wenn du Fragen hast, stell sie auch sehr, sehr gerne. Abo da lassen, da geht's direkt zu mir in den Shop, ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, dein René Rossmann und ciao, ciao.